Moin Moin Seekräuter, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrautskanal und willkommen zu dieser Flaschenpost, die erste Video nach unserem Sommerurlaub. Und wir wollen euch heute hier mit dem Rekrutierungsbüro konfrontieren sozusagen. Wir wollen euch erklären, wie das Rekrutierungsbüro, welches heute vorgestellt wurde von Wargaming, heute am 4.6.2019 wurde diese Sache nämlich implementiert. Und zum Zweiten wollen wir euch natürlich die Gewinner vom Crowdfunding-Programm aus dem Monat Mai 2019 vorstellen. Das Crowdfunding-Programm ist ein eigenes Seekrauts-Kanalprogramm für alle Abonnenten und Livestream-Zuschauer als Dankeschön, also etwas Eigenes von Seekrauts. Und das Rekrutierungsprogramm, das Rekrutierungsbüro, ist ein Programm, ein offizielles Programm von Wargaming. Und damit fangen wir direkt an. Wie kommt ihr denn überhaupt dahin? Ihr landet auf der offiziellen Seite von worldofwarships.eu und dann das erste, was ihr machen solltet, ihr solltet euch da oben einloggen, damit euer Accountname dann auch schon da mal da steht und ihr mit welchem Account ihr dann auch immer aktiv seid, dann auch die richtigen Werbungen sozusagen macht. Dann gibt es einen neuen Reiter und zwar Rekrutierungsbüro und wenn ihr darauf klickt, landet ihr auf dieser netten Seite. Und zwar gibt es dann hier Informationen, Einladungen verschicken. Wenn wir da jetzt raufklicken, dann gibt es nämlich die Möglichkeit, Einladungen zu verschicken. Und zwar per Gmail, mit eurem E-Mail-Programm, mit Twitter, mit WhatsApp. Ihr könnt einen Link kopieren, denn da könnte man einmal raufklicken, da steht da unten, Link wurde kopiert. Ich gehe jetzt einfach mal in eine separate Seite. Das wird jetzt nicht funktionieren, weil ich natürlich im selben bin. Aber dann steht da oben, ihr könnt es ganz kurz sehen, mein eigener Link hier in dem Fall WhatsApp, warships.net/Maracha, ja, also in dem Bereich, das ist jetzt dann mein eigener Link, den findet ihr jetzt zum Beispiel auch unter diesem YouTube-Video, in den Livestreams, die wir in Zukunft ausstrahlen werden und ihr könnt ihn natürlich dann über den Chatbot bei YouTube auch abrufen, wenn ihr jetzt zum Beispiel jemand seid, der neu ist, der vielleicht, ihr wollt vielleicht auch jemanden haben, der euch ein bisschen an die Hand nimmt, da tun wir nämlich hier auf unserem Kanal, dann, ja, seid da bei uns auch definitiv richtig. Aber kommen wir zurück, wie es weitergeht hier. Ne? Das ist die Möglichkeit, oder ihr habt euren Kumpel dabei. QR-Code hier einfach scannen und dann geht das halt auch weiter. Dann kann man hier meine Schiffskameraden abrufen. Das sind diejenigen, die ihr dann jetzt quasi geworben habt als Anwerber. Ihr seid jetzt der Anwerber und ihr könnt Schiffskameraden werben. Hier steht jetzt jemand, ich habe mir noch nicht mal aktiv jemanden geworben, ich weiß noch nicht genau, wo der jetzt herkam, aber er steht jetzt drinne, nehmen wir mal so hin, vielen Dank. Und dann gibt es natürlich auch Belohnungen, die ihr einlösen könnt, denn hier werden in Zukunft eure Token, die ihr bekommt, eure Rekrutierungspunkte gelistet und dafür könnt ihr verschiedene Container dann eben bekommen. Manche, ein Kauf für sie und ihren Freund, ja, ist hier auch möglich oder halt nur was für euch, je nachdem, wie ihr das dem möchtet. Wir wollen euch jetzt erklären, oder ich möchte euch jetzt erklären, wie ihr an diese Container kommt, wie ihr Punkte verdient und solche ganzen Geschichten. Also, den Link ist rausgeschickt, dann wird der Link angenommen. Und wenn der Link angenommen wird, bekommt ihr sofort 400 Rekrutierungspunkte gutgeschrieben. Das ist schon mal ein richtig guter Start, würde ich sagen. Wenn ihr dann aber nicht warten wollt und schon mal einen Rekrutierungscontainer bekommen wollt, so einen Junior-Container nämlich, dann müsst ihr einfach drei Empfehlungslinks rausschicken über soziale Netzwerke oder Messenger, so dass Wargaming da tracken kann, also über diese Seite, die ich euch da ganz am Anfang gezeigt habe und dann bekommt ihr einen Junior-Container gutgeschrieben. Wie gesagt, wenn dann jemand das sogar noch annimmt dazu, dann gibt es 400 Rekrutierungspunkte und dann gehen wir weiter, denn wenn ihr nachher sogar zwei oder mehr Kameraden werbt, gibt es sogar ein Cashback in Dublonen und zwar 10% der Gesamtkosten von Käufen, die euer Schiffskamerad als Belohnung sozusagen oder die euer Schiffskamerad ausgibt, erhaltet ihr als Belohnung zurück, aber erst ab zwei Kameraden. Zu wem könnt ihr diese Links alle schicken? Zum ersten zu Spielern, die noch nie World of Warships gespielt haben. Zum zweiten zu Spielern, die weniger als 15 Gefechte in World of Warships bis jetzt gespielt haben und die diesen Link dann annehmen, dann wird die nochmal aktiviert werden. Oder zu Spielern, die 90 Tage lang kein World of Warships gespielt haben. Das sind die drei verschiedenen Spieler, die ihr damit erreichen könnt, wofür ihr dann Rekrutierungspunkte bekommen könnt. Was bekommt denn euer Schiffskamerad, den ihr jetzt werbt? So viel Änderungen gibt es da jetzt nicht.
Idiana Lima, T2, sowjetischer Kreuzer, Liegeplatz, ein Kapitän mit 9 Fertigkeitspunkten, 7 Tage Premium-Spielzeit, sobald derjenige das erste Gefecht in World of Warships gespielt hat. Das heißt, er kommt dann schneller durch die Forschungsbäume durch. Sobald er das erste T6-Schiff hat und damit ein Gefecht gefahren hat, bekommt er die Warspite geschenkt, einen Liegeplatz und einen Kapitän mit 10 Fertigkeitspunkten. Und ihr seht hier, Premium-Spielzeit, 5 Millionen Credits, 25 Signalflaggen und 5 Container mit mehr Ressourcen. Das sind dann so diese Kohlecontainer und so weiter, wo dann mehr Kohle für die Waffenkammer verdient wird. Das ist dann als, ja, Dankeschön. Und dann gibt es noch eine Bonusaufgabe für Spiele, die nach mehr als 90 Tagen zurückkommen ins Spiel. Also ihr braucht quasi mehr als 90 Tage. Ich habe es eben gerade nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich sagte mindestens 90 Tage. In mehr als 90 Tage dürfen die nicht gespielt haben. Dann muss derjenige mit einem T9 oder T10 Schiff 25 Gefechte gewinnen. Und dann kriegt er 14 Tage Premium-Spielzeit und 2 Supercontainer. Seit neuestem sind die Premium, sind die T9 Schiffe ja auch im Premium-Store zu haben. Also im extremsten Fall könntet ihr dann sogar... könnte derjenige, wenn er nur ein T8-Schiff hat oder T7-Schiff oder wie auch immer, oder sogar noch niedriger, sich einfach nur ein T9-Schiff kaufen. Also da ist vielleicht auch noch eine gewisse Philosophie dahinter, um es mal so auszudrücken. Wie geht's weiter? Ihr seid, wie gesagt, Anwerber. Anwerber könnt ihr sein ab 15 Gefechten. Und hier ist nochmal genau erklärt, was ich euch eben schon gesagt habe, was ein Schiffskamerad sein kann, also welche Voraussetzungen er da hat. Ihr könnt, also der Schiffskamerad kann nur eine Einladung von Anwerbern annehmen. Also entweder Freund A oder Freund B, da kann nur die Einladung angenommen werden. Wenn ihr jetzt Anwerber seid, dann könnt ihr natürlich Rekrutierungspunkte verdienen. Und zwar, jetzt kommt, haltet euch fest, 10 Punkte für jedes Gefecht, was ein Schiffskamerad, den ihr geworben habt, fährt. Egal wann und wie lange. Ja, hier ist er zeitlich nicht begrenzt. Außer, dass ihr nicht mehr als 1500 dieser Token pro Woche verdienen könnt. Das heißt, habt ihr irgendwann mal 7, 8 Leute angeworben und die sind dann, die Hälfte davon ist aktiv, ja, dann habt ihr locker eure 1500 Token in der Woche zusammen. Das geht dann weiter. Wenn ihr dann Divisionen mit eurem Schiffskameraden fahrt, den ihr geworben habt, dann kriegt ihr als Anwerber 18 Punkte und ja, dann gibt es also diese 10 und dann gibt es noch einen Siegbonus für diese 8. Ne? Derjenige Schiffskamerad, den ihr geworben habt, der bekommt für das Gefecht mit euch in der Divi, also quasi die Divi Anwerber und Schiffskamerad, ne? Die zählt da zusammen, 5 Punkte und für den Sieg sogar nochmal 5 Punkte extra. Ja? Das ist richtig cool. Hier ist nochmal erwähnt, für den Anwerber 18 Punkte und für den Sieg gibt es 8 Punkte. Und wenn ihr sogar 2 Schiffskameraden habt, die ihr geworben habt, dann bekommt der Anwerber 22 und für den Sieg sogar nochmal 12 Punkte on top, also 34. Und jeder Schiffskamerad, der mit ihm zusammen gefahren ist, 5 Punkte und für den Sieg 5 Punkte. Vergesst nicht, ab 15 Gefechte kann der Schiffskamerad ja dann schon wieder Anwerber sein für jemand anderen. Ja, also das ist ein richtiges kleines Mini Bonus-Schneeballsystem könnte man das nennen. Das hat immer so einen negativen Touch-Schneeballsystem, aber am Ende profitieren ja alle davon. Die Community, weil das Spiel mehr Spieler bekommt und ja, am Ende das Spiel am Ende vielleicht auch ein Stück weit eher kostenlos bleibt, weil umso mehr Leute dann halt auch vielleicht mal Premium-Spielzeit kaufen, ja, weil sie World of Warships gut finden, weil sie das supporten möchten, das Spiel, dann ja, ist das halt auch am Ende gut für Wargaming. Am Ende wollen auch Wargaming Geld verdienen. Ich denke, das ist ganz normal. Es ist halt, ja, am Ende nichts kostenlos. Die Server müssen auch unterhalten werden und Wargaming möchte halt auch Geld verdienen. Ist auch, ja, mehr oder weniger legitim, ne? Klar. Wie gesagt, hier nochmal der Hinweis, 1500 Rekrutierungspunkte sind maximal pro Anwerber möglich. Entscheidend heißt, ist es auch, dass Schiffskameraden natürlich in Zukunft auch in ihr Rekrutierungsbüro gucken müssen und können. Nicht nur, wenn sie andere Leute geworben haben, also selber als Anwerber auftreten, sondern dann einfach auch im späteren Verlauf immer noch mal gucken können, ey, ich habe ja inzwischen schon mit meinem Anwerber jede Menge Gefechte gehabt, kann ich mir denn schon einen Container holen? Denn das ist für diesejenigen auch möglich. Wann bekommt man jetzt Rekrutierungspunkte? Wichtig ist, dass man nicht einfach ins Gefecht geht und da rumsteht und nichts macht, sondern wichtig ist, dass ihr aktiv seid. Und zwar in der Stufe 1 bis 5 müsst ihr mindestens 150 Base XP erarbeiten und in der Stufe 6 bis 10 300 Base XP.
Das sind die beiden sind die Bedingungen. Und dann gibt es hier nochmal die Inhalte. Es gibt ja diesen Junior-Container, der ist dann schon ab 500 diesen Token möglich. Ihr könnt da drinne finden die 5 Premium-Schiffe, die hier aufgelistet sind, die besonderen Signale und Signaltypen allgemein, die hier zu sehen sind. 3 Tage Premium-Spezial, besondere Lackierung, Dublonen, Free XP, Kohle und Credits. Im nächst höheren Container, wo ihr dann schon 1500 haben müsst, also quasi eine Woche, im Idealfall quasi eine Woche geworben haben müsst und dann hättet ihr diese 1500 im allerbesten Fall zusammen. Ist natürlich mit einem einzigen Schiffskameraden vielleicht nicht ganz so einfach, aber der müsste ja dann schon 150 Gefechte gefahren sein, sozusagen. Wer weiß, wenn er richtig gesuchtet hat, dann klappt das vielleicht. Dann könntet ihr heute hier diesen kampferprobten Container schon nach einer Woche bekommen. Und das ist dann hier, sind halt hier diese 5 verschiedenen Schiffe, zum Beispiel die Katori, die Krasny Krim, Monahan und so weiter. Was ich interessant finde, ist hier die Abstufung. Ne? Hier geht es wirklich von T3 hoch bis T6. Das wird gleich noch krasser im Veteranencontainer. Wo da jetzt, ja, warum das jetzt so ist, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es dann hier nochmal halt höhere Belohnung, Free XP, Dublonen, Kohle, alles nochmal ein bisschen gehypt. Und dann geht es nochmal weiter. Veteranen-Container-Rekrutierungsbüro, das ist der höchste Container, den ihr einzeln bekommen könnt, nämlich hier für 3000. Und dann geht's hier ganz besondere Tano-Mosaik oder, ich komme jetzt gerade nicht drauf, das sind wirklich diese mit den 400 oder 500% EP-Bonis und so weiter. Das sind ganz besondere Dinger. Hier gibt es dann T8-Schiffe oder T3-Schiffe oder eben T6 und T7-Schiffe. Also das ist wirklich auch sehr, sehr gemixt. Ihr seht, was hier, das steigert sich immer, diese Art der Belohnung sozusagen. Aber damit nicht genug. Wenn ihr Anwerber seid und dann halt auch mehr als 2 Anwerber, Schiffskameraden, so heißt das ja, dann geworben habt, dann bekommt ihr nämlich einmal monatlichen Cashback in Dublonen in Höhe der von 10% der Gesamtkosten der Käufe der Schiffskameraden, die ihr nämlich geworben habt. Also nur ein Anwerber, mindestens 2 Kameraden kann Cashback bekommen. 10% der Gesamtkosten von Käufen ihrer Schiffskameraden im Premiumladen. Cashback wird am 1. eines jeden Monats gut geschrieben und es müssen mindestens 30 Tage zwischen Kaufdatum und Rückvergütung vergehen. Heißt, am 3. Mai wird gekauft, bekommt ihr die Belohnung am 1. Juli, weil die Belohnung ja sonst erst am 3. Juni kommen würde. Es wird immer zum 1. ausgeschüttet, also deswegen im Juli. Ja, und das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Wichtig ist, dass beide Seiten, Anwerber und die Schiffskameraden, daran denken, in Zukunft in dieses Rekrutierungsbüro regelmäßig mit reinzuschauen. Und das ist das, was man dazu sagen kann. Ich persönlich finde es gut, weil die Wargaming-Community so natürlich erweitert wird. Aktive Anwerber bekommen dafür eine Belohnung, dass Wargaming halt am Ende auch potenzielle Kunden gewinnt in Form von Echtgeld oder eben als wir als Spieler in Form von Spielern, die oft ein bisschen frisches Blut hier reinbringen, vielleicht auch neue Ideen mit reinbringen. Jeder hat von uns mal angefangen. Klar, man macht die frischen Schiffskameraden machen Fehler, aber es ist an uns alle in der Community, diesen Menschen dann halt auch Hilfe anzubieten oder Hilfe zu bieten. Das sollte in erster Linie natürlich der Anwerber machen, aber danach auch alle weiteren. Wie gesagt, ihr findet hier, wenn ihr jetzt zum Beispiel frisch dabei seid, natürlich auch Hilfe zu World of Warships in verschiedenen Schiffstutorials zum Beispiel oder halt hier Informationen in der Flaschenpost. Und jetzt kommen wir zu der Seacrowds eigenen Aktion, nämlich unser Crowdfunding, was wir jeden Monat veranstalten. Ihr nehmt aktiv teil an Livestreams, indem ihr aktiv im Chat seid. Wir machen unsere Livestreams immer dienstags 20.30 Uhr und samstags 20 Uhr. Und wenn ihr aktiv im Chat seid, bekommt ihr dafür Punkte. Wenn ihr dann unter den Top 3 seid, wie diesen Monat im Mai, Neophyte 65, der Platz 1 belegt hat, Tom, der Platz 2 belegt hat und League of Bob, der Platz 3 belegt hat, bekommt ihr von uns Seacrowds Euronen, eine virtuelle Währung, die sehr ähnlich zu der realen Euronen-Werbung ist oder Währung ist. Und ja, virtuell gut geschrieben. Sobald ihr 15 Seacrowds Euronen zusammen habt, könnt ihr euch im gleichen Gegenwert in Echtgeld im Premium Store bei World of Warships etwas aussuchen und wir sponsern euch da sozusagen. Sobald ihr 15 Euronen habt, den Kanal abonniert habt und so weiter. Und es ist ein Dankeschön für aktive Abonnenten, die am Livestream teilnehmen. Es hat nichts direkt mit Wargaming zu tun. Es ist ein eigenes Programm, was wir uns ausgedacht haben. Es besteht keinerlei Rechtsanspruch gegen Wargaming oder irgendwie sowas. Das ist einfach nur ein Dankeschön, was die Seacrowds euch anbietet, wenn ihr aktiv in den Livestreams dabei seid und hier eben die Punkte sammelt. Wie gesagt,
Ich lade euch herzlich ein, seid dabei. Wir sind auch vertreten bei Facebook, da haben wir eine eigene Seite. Wir sind bei Twitter vertreten, wir sind bei Instagram vertreten und natürlich bei YouTube, das ist unsere Basis. Und wir haben natürlich auch einen eigenen Discord, also wer möchte, ihr findet alles unter unseren Videos, auch unter diesem Video findet ihr einen Link natürlich zu dem Artikel, den ich euch vorher vorgestellt habe und so weiter. Ich sage jetzt herzlichen Glückwunsch zu den drei Gewinnern vom Crowdfunding-Programm und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr da draußen vielleicht jetzt heute Abend schon am 4.6. um 20.30 Uhr an unserem Livestream teilnehmen wollt und vielleicht selber Punkte sammeln möchtet. Also, ich resette jetzt gleich die Punkte. Und dann geht's nämlich los, denn jeden Monat gibt's neue Gewinner bei unserem Programm. Also, bis dahin, haut rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch über eure Kommentare. Was ist vielleicht eure Meinung zu diesem Crowdfunding, beziehungsweise dann eben zu dem Rekrutierungsprogramm? Könnt ihr gerne beides unten reinschreiben, solange es konstruktiv ist. Wird alles gelesen, wird auch alles beachtet und gegebenenfalls auch beantwortet, wenn Fragen dabei sind. Also, bis dahin, euer Seacrowds-Team. Euer Maracha. Ciao, ciao.